Na und ab. Mann, gut, dass Winter ist, dass ich hier stehen kann. Das wäre ja sonst blöd. Was? Okay. Hier geht's einmal im Kreis, nehme ich an. Okay, also ich, selbst wenn ich noch fünfmal im Kreis rumlaufe, das bringt irgendwie nichts. Und selbst wenn ich noch fünfmal über Gerons Lachanimationen, Laufanimationen lache, bringt auch nichts. Was? Was? Okay. Ich darf mich jetzt nicht ausruhen. Was? Ich muss hier raus. Kannst du ebenfalls sprechen, Pflanze? Offenbar nicht. Wenn ich im Uhrzeigersinn laufe, dann sehe ich neue Sachen oder was? Okay, klar. Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Ja. Wer? In den Murmelwald hinab? So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachthaar. Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Okay. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Hallo, Goal. Mal wieder. Die konnte ich ja nur... Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Ach so, ja. Also ich habe das Gefühl, die konnten sich für dieses Spiel irgendwie nur zwei weibliche Synchronsprecher leisten. Nuri und Goal. Ich habe nichts dagegen. Sind nice Stimmen, kann ich mitarbeiten. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Ja, vor allem, wer ahnt denn, dass man im Uhrzeigersinn gehen muss, dass irgendwas passiert hier? Was für ein Schwachsinn. RIP 2 Minuten meines Lebens. Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja. Ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Das ist schön zu wissen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Ach so. Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen. Doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie. Sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Ich korrigiere mich übrigens, es sind 3 weibliche Synchronstimmen. Ich habe diese Pseudo-Russin in den Bädern vergessen, das war keine von den beiden Stimmen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hat in letzter Zeit jemand das Tor durchschritten? Die letzte, die durch dieses Tor schritt, war meine Nichte. Die Tochter der Königin. Ich hatte sie in die Geheimnisse des Harfenspiels eingeweiht, denn eines Tages sollte sie mir nachfolgen. Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkler Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Warum lässt mich das Tor nicht durch? Das Tor ist für... Achso, das hatten wir schon. Na dann. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt.
so auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Genau. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären. Das hört man auch gerne. Wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Naja. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Ja. Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt. Denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. Okay. Okay. Oh. Ja. Geht sie noch rüber? War das ein Ja? Nein, es gibt nur diese beiden Screens. Okay. Es ist gar nicht heiß. Ja, es ist ja auch erstarrt. Überleg doch mal. Der Sand rieselt nicht mehr. Macht gar keinen Sinn. Es ist nicht gut, wenn... Oh. Oh nein. Jetzt ist es kaputt. Glasscherbe. Sanduhr. Kann ich es wieder reparieren? Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Oh nein. Oh. Oh. Schlüssel. Wie soll ich da rankommen? Das ist eine tatsächlich eine gute Frage, ja. Gebe ich dir recht? Die Frage ist gut. Pling. 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 Okay. Du musst bleiben, Nachtha. Du musst bleiben und nichts bringen. Klar. Kleiderkiste. Du hast uns alle umgebracht. Nein. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. Diesen Echo-Effekt, ich ne? Ich räume alles wieder auf. Das ist vielleicht kein Echo-Effekt, aber dieses... Dieses Anrollen von der Stimme. Das macht mochte ich auch in Teil 2 sehr gern. Ich glaube, das kam auch mal irgendwann in Deponia vor. Also, ein wiederkehrendes Motiv. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Traumweberin. Seid ihr in dem Bild gefangen? Jeder hat seinen festen Platz in der Schöpfung. Verzeihung. Sorry. Bitte sag nicht, ich muss dieses Ding rekonstruieren. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Ah, hier müssen die Sachen ran. Traumweberin. Ja? Was kann man denn... Was muss ich noch gleich tun? Suche nach Zeichen und Dingen, die dich an deinen Traum erinnern. Okay. Doch sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Welche Harfe? Jeder. Ja. Woran Sie sind das. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Mhm.
Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Stimme? Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Okay. Das Feuer haben wir. Ah, hier geht's noch weiter. Ja, Entschuldigung. Gib mir einen Schlüssel. Schlüssel, Zauberflöte, Glasscherbe. Traumweberin. Ja. Der Schlüssel, der könnte irgendwas sein. Warte Woran mal. Sie sind eine Menschenmenge. Nein. Immer wieder höre ich Nein. eine schwarze Feder. Da ist ein Feuer. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finden. Nee, doch nicht. Ich suche. Nee. Ich komme auch nur hier hin. So komme ich wieder zurück. Ja, viel gibt's hier nicht. Also gibt's hier eigentlich überhaupt nichts. Gar nichts. Glasscherbe, Zauberflöte, Schlüssel. Mit was verbinde ich denn die Zauberflöte? Ich bringe. Oh nein. Was will ich denn die Zauberflöte? Kann ich das Ding öffnen? Ich habe einen Schlüssel, klar. Und weiter. Vorhang, Rabe. Schwarze Feder. Ja, diese Feder war ziemlich straightforward, ehrlich gesagt. Die war an Nummer 3. Nuri, sie gehört jetzt mir, Vogelfänger. Komm zurück. Okay. Ja, genau. Nuri, was machst du? Unheilskind, sie hasst dich. Sie spricht nicht mehr mit dir. Zu Recht, glaube ich. Ich hoffe, dein Kehrbesen ist groß genug für all die Scherbenhaufen, die deinen Pfad säumen. Ja? Hexenbalg! Ach, das ist interessant. Ich hoffe, dein... Ich hoffe... Hexen... Hier ist es andersrum. Ich bin hier das, dann sagst... Ich hoffe... Okay. Kann ich dich kaputt stechen? Flöte, ja, klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie man spielt. Ja, so war das. Yes. Endlich. Endlich, endlich Ruhe. Komm zurück. Ja. Na, wisst ihr, soll ich dir was vorspielen? Klang. Warte mal, jetzt habe ich doch... Welche war die Stimme? Das war der Mann mit dem Armreif. Was war das weiter nochmal? Traum... Eine Menschenmenge. Wir brauchen einen Vorhang. Immer wieder höre ich... Die unselige Stimme, ja genau, okay. Also, ich so... Das war die Stimme. So, jetzt brauchen wir den Vorhang. Können wir kaputt schneiden. Können wir natürlich. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Ich habe nichts gemacht. Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nuri retten. Ich habe nichts gemacht, einfach.
Du bist wie ein Kobold. Und ich mag Kobolde. Okay. Ich mache alles wieder gut, Nori. Jetzt eine Glasscherbe. Danke für die Scherbe, Nori. Sie hat mir das Leben gerettet. Aber warum muss ich sterben? Nein. Behalt das ruhig. Ich mache alles wieder. Nori, ich... Sag einfach nichts. Ich weiß doch. Ich will nur, dass du an mich denkst. Hier. Dieser Reif ist für dich. Okay. Damit mich nicht aufgibst. Ach so, ja. Damit du mich nicht vergisst. Dio Valendo, Geon. Dia Valende, Nori. Dia Narindilin. Seit wann sprechen wir diese Sprache? Sprache? Was? Vielleicht will es der Rabe haben. Der Rabe kann ich am Arsch lecken. Reinigend und erotisch. So, und der Vorhang für die Eins. Ja, das ist es. Ah, so easy. Das war eine interessante Szene. Die war schön gemacht irgendwie. Also die Szenerie. Du bist es. Du bringst das Ende. Das ist die gleiche Stimme wie der Rabe, jetzt merke ich sie erst. Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. True. Ja, aber jetzt muss ich Nori retten. Auch? Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. Das weiß ich nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. Okay. Und das hallo? Tor, kannst du bitte durchgehen? Du darfst gehen. Den Göttern sei Dank. Natürlich darf ich gehen, komm. Abgang. Nur dieser Test, wie ich testen kann, ob ich unglücklich bin oder nicht, das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber das kommt vielleicht noch. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Ein Monat, ein... Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Nice. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ja, wir sind zu spät, Ende. Wir können nach Hause Reich gehen, ist vorbei. Der Angst. Credits roll. Wo? Noris Versteck. Ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nori. Ja, vorne. Pass auf, ich mach diese... Ich hätte schon für die Traumsequenz das Ding ausmachen sollen.
Weil das hätte ich ja auch locker ohne lösen können. Nur für diese ganz großen Bereiche, wo halt wirklich verhältnismäßig viel zu tun ist. Da, ich meine, ich hätte allein nie erkannt, dass der Wasserfall Sachen größer oder kleiner macht. Never. Und so viel anderes, also da war es okay, aber für so kleinere Szene geht es schon. Das können wir auch ohne lösen. Ja, Freunde, das war... Doch, das war die Aufnahme für heute, wenn wir auf 4 Folgen. Vorproduziert ist genug. Und ich muss versuchen, dieses Spiel nicht weiterzuspielen, weil ich möchte wirklich gerne. Also bei Memoria, ich kann schon so ein Zwischenfazit ziehen. Werde ich am Ende auch nochmal sagen, aber kann ich jetzt schon. Also bei Memoria, es hat ein bisschen gedauert reinzukommen. Einfach weil ich die Story... Ich weiß nicht, ob es leichter gewesen wäre reinzukommen, weil ich die Story vorher gekannt hätte. Von diesem Game, wo die ja so halb darauf aufbaut. Also die Geschichte von Satya hatte damit überhaupt nichts zu tun. Die überschneidet sich mit der halt nur. Und am Anfang macht man mit Satya relativ viel. Also. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel geändert hätte. Aber ich glaube selbst damit, dieses Spiel, ich weiß nicht, es packt mich irgendwie mehr. Was ein gutes Zeichen ist. Ich könnte es auch gar nicht so sehr ausführen, warum. Es ist nur so ein Gefühl. Dieses Spiel packt mich. Ich würde, wenn ich jetzt könnte und es nicht gerade 5 Uhr wäre, dann würde ich weiterspielen. Leider müssen wir ja Schluss machen. Denn ich sollte vielleicht mal ins Bett gehen. Und das nächste Mal geht's hier weiter. Ich sag vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Nein, also vielen Dank fürs dabei sein. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Das Schwarze Auge, Satin aufs Ketten. Wenn wir die Welt der Angst betreten.